An diesem Ort in Freiburg trug sie Schreckliches zu. Vor knapp einem Jahr wurde hier die Studentin Maria L. ermordet. Die Freiburger Polizei suchte händeringend nach dem Täter. Das gesamte Ufer des Flusses Dreisam wurde durchkämmt. Den entscheidenden Fahndungserfolg bringen schließlich diese Äste einer Hecke. Ein einzelnes männliches Haar kann das LKA darin finden. Knapp 20 cm lang, schwarz blondiert. Im Überwachungsvideo einer Straßenbahn finden die Ermittler zur passenden Zeit einen Menschen mit der passenden Frisur. Und auch die DNA stimmt mit der vom Tatort überein. Ein klassischer Fahndungserfolg. Nach knapp 2 Monaten gelang der Polizei eine Festnahme. Inzwischen hat der etwa 20-jährige Afghane seine Tat gestanden. Die Ermittler hätten ihn aber gerne schneller gehabt und stießen mit der Politik eine Grundsatzdebatte an. Das Gesetz soll erweitert werden. Schließlich hätte man, wenn es nur in Deutschland erlaubt wäre, aus den DNA-Spuren schon viel über den mutmaßlichen Täter wissen können. So sagten sie. Alter, Augenfarbe, Haarfarbe und Hautfarbe, sogar die Herkunft. Wenn wir Fahndungsinformationen gehabt hätten zur biogeografischen Herkunft oder aber zum Alter des Tatverdächtigen, dann hätten wir natürlich sehr viel gezielter fahnden können. Wir hätten insbesondere auch Tatverdächtige ausschließen können. Denn wenn ich jetzt nach einem etwa 20-jährigen Afghanen suche, dann kann ich schon mal den 50-jährigen Kaiserstühler und den 45-jährigen Schwarzafrikaner ausschließen. Mit der DNA vom Tatort schnell den Täterkreis eingrenzen. Wenn man genau hinsieht, ist die Sache so einfach nicht. Die Methode ist komplex. Bestimmte Abschnitte der DNA, genannt Snips, werden isoliert und mit Referenzdaten bekannter Proben abgeglichen. Im Gegensatz zum reinen Vergleich, ob zwei DNA-Profile identisch sind, gehen Statistiker bei Augenfarbe, Hautfarbe bzw. Haarfarbe von bis zu 20% Fehler aus. Der Worst-Case-Szenario ist natürlich, dass die Polizei zum Beispiel das Ergebnis dieses DNA-Ergebnis dann für bare Münze nimmt. Das heißt, man hat jetzt zum Beispiel vorhergesagt, beispielsweise schwarze Haare, dass die Polizei dann tatsächlich nur nach Schwarzhaarigen sucht. Wozu es führen kann, wenn man bei der DNA-Spur daneben liegt, hat die Vergangenheit gezeigt. Jahrelang jagte die Polizei eine Täterin, die alle Arten von Verbrechen begangen haben sollte. 50 Tatbestände in mehreren Ländern. Die Spuren waren überall zu finden. Zum Beispiel an dieser Kaffeetasse. Schließlich fand die Suche 2007 in Heilbronn ihren Höhepunkt. Die Täterin sollte auch noch die Polizistin Michelle Kiesewetter ermordet haben. In Österreich war die DNA-Spur der mutmaßlichen Täterin nach dort geltendem Recht auf die biogeografische Herkunft untersucht worden. Das Ergebnis? Vermutlich eine Frau aus Osteuropa. Die Ermittler haben kombiniert. Wir haben eine DNA gefunden, die wir an ganz vielen anderen Orten gefunden haben. Also sehr mobile Person. Die Person hat ganz viele verschiedene Verbrechen begangen, also hochkriminell. Und plus osteuropäisch. Das heißt Sinti und Roma. Und das ist eine grobe Vereinfachung. Das funktioniert nicht. Hunderte Frauen wurden überprüft. Die meisten waren Roma. Später stellte sich heraus, alles ein Fehler. Die Stäbchen, mit denen die DNA-Spuren genommen wurden, kamen alle aus derselben Firma und waren mit der DNA einer Mitarbeiterin kontaminiert. Um solche Diskriminierung von Minderheiten zu verhindern, hat sich an der Universität Freiburg eine Forscherinitiative gebildet. Nach dem Mord an der Freiburger Studentin klingelten bei ihnen die Alarmglocken. Denn der Ruf nach den DNA-Methoden kam zusammen mit rassistischen Kommentaren aus der Öffentlichkeit. Die allererste Forderung nach den Technologien wurde hier in Freiburg auf einem Flugblatt verbreitet von einer rechtsextremen Sekte, der Bund gegen Anpassung. Das war das erste Mal, dass in Freiburg viele Leute von den Forderungen gehört haben. Und da steht ganz klar drin, heutzutage kann die Wissenschaft doch die Rasse von jedem einzelnen Menschen bestimmen, was natürlich ganz großer Unsinn ist. Wie wir aussehen, wo wir hingehören, wo wir leben, ist immer eine individuelle Geschichte. Einzig, wo unsere Vorfahren von vor vielen Generationen grob geografisch herkommen, das liegt versteckt tief in unserer DNA. Wie viel uns eine einzelne Probe darüber verrät, daran forscht Lutz Röver an der Berliner Charité. Ein Beispiel aus seinem Labor. Die Herkunft eines einzelnen Menschen könnte mittels DNA dem gesamten europäischen Raum zugeordnet werden. Wir würden natürlich aus solchen Untersuchungen eine Feststellung treffen,
die Wahrscheinlichkeit, dass die Person aus dem östlichen oder südöstlichen oder nahöstlichen Bereich kommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und wahrscheinlicher ist es, dass diese Person aus einer Population im Westen Europas kommt, wobei wir nicht unterscheiden können, ob es Spanien oder England, Südskandinavien oder Norditalien ist. Gutachten darüber, sagt er, müssten mit Fingerspitzengefühl geschrieben werden, damit die Ermittler nicht zu sehr in eine wissenschaftlich nicht eindeutige Richtung gelenkt werden. Denn eigentlich wünschen die sich von den Experten gleich ein komplettes Phantombild. Großbritanniens führende Forensikerin Denise Sündercombe-Cord warnt. In ihren Augen sind die DNA-Methoden viel zu begrenzt, als dass man so ein Phantombild erstellen und nutzen sollte. Meine Sorge ist, wenn etwas wie das publiziert wird, wie viele Leute würden zu so einer Karikatur passen? Ich sehe in London dauernd Menschen, die so in etwa aussehen. Die Gefahr, so etwas zu veröffentlichen, ist enorm. Man sollte kein Bild anfertigen. Ihre dringende Empfehlung für die Gesetzgebung in Deutschland. So wie in ihrer Heimat Großbritannien sollte die erweiterte DNA-Analyse an strenge Auflagen geknüpft und nur im Notfall genutzt werden. Gleichzeitig ist eine gewissenhafte Schulung der Polizei gefragt, um Fehlinterpretation und Diskriminierung zu verhindern.